Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Heute haben wir mal wieder einen Zuschauerwunsch und zwar vom guten Retro Joe. Der hat auch einen prima Kanal, macht auch so kleine Tests wie ich und so weiter. Ich habe ihn euch mal unten verlinkt, schaut mal bei ihm vorbei und lasst ein Abo da. Ich sag euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Super sympathischer Typ und an dieser Stelle vielen Dank für den Wunsch an dich. Ja, du hast dir ja Star Trek The 25th Anniversary für den Gameboy mal gewünscht. Ja, man hört so gerade, ne, die Menümusik geht ja schon mal gut ab. Ich habe vorher noch gar nichts großartig zu dem Spiel mir mal angeschaut oder irgendwie sowas. Star Trek war auch ehrlich gesagt nie so mein Science-Fiction-Universum, genauso wenig wie Star Wars, verstehe ich persönlich nicht. Ich bin nämlich Warhammer 40.000 Anhänger und Fan. Ich finde diese Lore und das Universum einfach fantastisch. Und so wie gesagt, mit so Star Trek und Star Wars wurde ich persönlich nie warm. Ich denke mir immer, Kettensägen-Schwerter sind noch cooler als irgendwelche Laser-Pew-Pew oder Phaser-Fernbedienungsdinge, aber ist natürlich zum Glück Geschmackssache. Schauen wir mal in das Spiel rein, würde ich sagen, bevor ich hier noch mehr über andere Science-Fiction-Universen rante. So. Okay. Also hier, ihr seht ja schon am Cover, ist von Konami und Palcom. Also Palcom war ja das Europäische von Konami, wenn ich das richtig im Kopf habe. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich gebe da keine Garantie, wie immer. Ja, starten wir mal. Incoming Transmission. Admiral McQuiddy. Ja, Grüße, Captain Kirk. Also spielen wir Captain Kirk wahrscheinlich. Die Aufgabe von heute ist eine... Blablabla, bla bla. Brauchen wir nicht, glaube ich, oder? Blablabla, bla. Wir müssen es richtig machen. Okay. Eine gigantische Maschine, bekannt als der Doomsday, als die Doomsday-Maschine, bla, fliegt im Space rum und wir müssen sie wahrscheinlich erledigen, nehme ich mal fast an. Ja, ja, komm. Ihr guckt ja mir nicht zu, um Gelaber euch anzusehen, oder? Aber immerhin, Generating Navigation Map. Okay, was machen wir jetzt hier? Wir müssen da wahrscheinlich nach rechts, ne? Wir sind die Dings hier. Warum konnte ich nur so schräg? Warum konnte ich nicht nach oben? Okay. Ah, okay. Ja. Okay. Ja gut, also ganz ehrlich, die Asteroiden, die hätten sie irgendwie besser gestalten können, ne? So richtig spitzenmäßig heben die sich nicht vom Hintergrund ab. Okay, das ist natürlich schwarz, logischerweise Universum. Ja. Das Sound ist ganz schön. Einfach. Nehmen wir mal einfach. Ja. Spannung. Also ist jetzt nicht großartig schwer, würde ich sagen. Piu, piu. Ja. Oh, ach, jetzt, habt ihr das gesehen? Wir haben da sogar so etwas Gravitation. Also ein bisschen was haben sie reingebracht. Es gibt natürlich keine Dauerfeuerfunktion, ne? Okay, gut. Ja, also wie ihr es seht, man wird so ein bisschen zu dem Planeten... Okay, jetzt wird es doch etwas knapp. Ist das was zum Einsammeln? Ja, toll. Genau in Asteroiden rein, ne? Okay, es war jetzt so... Warp Speed, was ist das hier? Ah, schon wieder. Also man kann einzelne Ebenen anscheinend überspringen. Boah, es zieht sich aber auch, ne? Okay, es wird jetzt schwerer. Wenn die Schussfrequenz mal so ein bisschen höher war. Aber es ist halt einfach auch was für langweilig, ne? Weil in jedem guten Shoot'em'up, da sammelt ja man auch mal irgendwelche Upgrades für die Waffe ein oder sowas. Hier ist einfach nur... Ausweichen, Gravitationssphären der Planeten berücksichtigen und... Oh, mal gut. Wenn ihr an Star Trek und die Enterprise denkt, was kommt euch da zuerst in den Sinn? Klar, Asteroidenfelder.
geht mir genauso. Also ich spiele jetzt gerade einen langsamen Shooter. Ach, schade, ich wollte das einsammeln zum Überspringen. Was war das jetzt? Also wir wurden getroffen, klar, logisch, aber... Ja, komm. Aber es ist halt nicht wirklich... Oh, es ruckelt. Also ich spiele es natürlich auf dem Emulator, deswegen... Ich weiß nicht, ob es beim Gameboy dann auch an der Stelle geruckelt hätte. Das weiß ich natürlich nicht. Geht das lange, ey. Das könnte man ja so zwischendurch ja mal machen, ne? Aber spannend ist irgendwie anders. Selbst die Musik ist nicht so spektakulär irgendwie. Aha, wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay, sind wir da durch? Okay, was haben wir jetzt? Ein Schiffkampf? Ja, Klingon. Dasselbe. Dasselbe, nur mit ohne Asteroiden. Oh doch, Asteroidenhammer. Doch. Anders wäre es ja auch langweilig. Ah, da. Das schon, wo sind die Klingonen? Bam, bam. Piu, piu. Ein Treffer halten die nur aus? Ist aber schwach. Oh. Okay, wurde ich getroffen? Ey, ich hab doch da... Ey! Ey? Ach so, ich muss die gar nicht erledigen. Wenn sie einmal vorbei sind, sind sie vorbei. Also, ne? Auch hier die Musik, eher... Hm. Also... Ach, die Schädel habe ich von dem Asteroidengürtel mitgenommen. Ich dachte, die würden sich irgendwie wieder aufladen oder sowas. Oh nee, sag jetzt nicht, dass ich das Level neu starte. Es ist halt irgendwie langweilig. Ich spiele ja schon gerne mal ein Shoot'em-up, ne? Aber so ohne Power-Ups, du kannst hier, der Hintergrund, der ist relativ langweilig, nicht abwechslungsreich. Die Asteroiden, die sind nicht so gut irgendwie ausgebildet, dass man die ständig jetzt im Blick hat. Also, wenn man das quasi als Shoot'em-up bezeichnen möchte, ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen oder gesehen, bei GameSack oder so, dass es da verschiedene Abschnitte noch gibt, so Planetenbesuch-Dinger oder sowas. Das weiß ich, ob das jetzt als Shoot'em-up zählt, aber... Ah! Kann auch hier so Torpedos. Es macht einfach keinen Spaß. Ne? Oh, ich wollte doch hier was überspringen. Es macht keinen Spaß. Er steuert sich träge. Ihr seht selber, das ist jetzt keine spektakuläre Waffe irgendwie. Also hätte man Raumkämpfe wesentlich besser und detailgetreuer auch auf den Gameboy gestalten können. Das auf jeden Fall. Gehe ich jede Wette an. Diese verschiedenen Winkel. Oh. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe die Asteroiden nicht gut. Vielleicht ist das jetzt ein Problem von mir. Pew. Und pew. Und pew. Ja, das habe ich gerade drauf. Muss ja versuchen, irgendwie schräg zu treffen, ne? Es spielt sich halt irgendwie sperriger, als es nötig wäre. Ganz ehrlich.
Na, schaff ich's. Jawohl. Och ja, das bisschen hat er übersprungen. Na toll, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Bam, bam, bam. Oh komm. Und diese Level gehen ja auch so unendlich lange. Also, oh. Also einfach ist es nicht. Es ist spitzig, sperrig. Die Musik ist... Also da haben sie wahrscheinlich viel zu viel Kohle in die Lizenz reingesteckt und dann war kein Geld mehr für ein vernünftiges Spiel mehr da. Also hätte ich mir auf jeden Fall so was Besseres vorgestellt. Oder ist das im Original so, dass die Enterprise nur mit Schneckentempo rumfliegt? Ist das so undynamisch, nenne ich es mal? Eher nicht, oder? Oh komm. Das ist so hakelig, weil das ja auch nur dieser eine Laser ist, der überhaupt keine Fächerung hat oder irgendwie sowas. So, ich weiß, was du meinst. Ich versteh's. Und ich glaube, du bist da sogar ein ziemlicher Star Trek-Fan, ne? Dann muss ich das hier noch mehr treffen. Alter, ey. Oh komm, hier. Kamikaze! Ach wisst ihr, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Hä? Ich glaube, meine Pflicht habe ich getan, oder? Also. Nee. Zu träge. Zu meh. Zu. Ich weiß nicht. Wenn ihr ein Shoot'em'up macht, dann will ich verschiedene Waffen und Upgrades haben. So, Punkt. Das ist nicht umsonst Standard des Genres. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und nochmal danke an deinen Wunsch, Retro Show, und geht jetzt bei seinem Kanal vorbei und guckt seine Videos an. Macht's gut. Tschüss.